Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Eponus wieder am Start und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um eine Review von SlimQ 240 Watt Supercharger. Mein Kollege hat sich wieder mal nicht lumpen lassen und hat bei Indiegogo bzw. Kickstarter oder Indiegogo allgemein hier ein Kickstarter-Projekt sozusagen mitfinanziert. Und da haben wir den 240 Watt Charger. Der kam tatsächlich jetzt am 15.07. bei mir an. Deswegen haue ich das Video jetzt so schnell wie möglich raus. Drei Stück hat er erstmal bestellt. Davon ist einer direkt jetzt hier bei mir und wir wollen auf jeden Fall, also alle drei sind hier bei mir, aber dementsprechend werden wir uns jetzt hier oder ich mit euch zusammen den 240 Watt Charger mal anschauen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich hyped, ich bin echt gespannt, wie das Ding so funktioniert. Was ist hier für eine Besonderheit drinnen? Wir haben hier einmal USB-C Out und DC Out, zweimal USB-C und einmal DC und das in einem sehr kompakten Format von 240 Watt. Hört sich soweit richtig krass an, ist ein GaN Mini Charger, kommt in einer schönen Verpackung, ist Gott sei Dank EU, das heißt, darauf haben wir gewartet, dass wir jetzt den passenden Stecker haben, sonst hätte ich mit Steckadapter arbeiten müssen. Und jetzt guckt euch das an, der Charger ist nämlich nicht so groß wie die Packung, sondern der Charger ist einfach mal hier drin. Ist das nicht krass? Das sind 240 Watt, die wir jetzt hier für alles Mögliche benutzen können. Kann man da raus, ist ein richtig schöner Klumpen. Wir sind auf jeden Fall richtig gespannt gewesen die letzten Monate. Das ist sozusagen ein Laptop-Netzteil für Ultrabooks, für leistungsstarke Laptops, die über USB-C geladen werden können. Und 20 Volt 12 Ampere, meine lieben Freunde. Das ist krass. Also ich hatte oder ich habe sogar noch ein Razer-Netzteil in einem kompakten Format mit 150 Watt. Das werde ich gleich mal mit ins Bild reinholen. Dann werde ich euch mal mein 330 Watt-Netzteil zeigen, welches mein HP Omen mit i9-Prozessor und RTX 3080 verwendet. Wahrscheinlich 3080, 2080. Wir wollen nicht gleich komplett übertreiben. Okay, aber an der Stelle gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt hier so drin haben. Wir haben jetzt hier die unterschiedlichsten Steckeraufsätze. Die wollen wir natürlich jetzt auch gleich noch mal raussuchen. Das Schöne daran ist, ihr habt ja gerade den Kaltgerätesteckeranschluss gesehen. Achso, muss man das so öffnen? Ja. Oh, was ist das Schönes? Der Extender ist sozusagen, der auf USB-A funktioniert. Ah ja. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Das siehst du, hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Blick drauf. Der Extender war dieses Ding. Hier ist das Kabel auf jeden Fall nochmal dabei. Das ziehen wir mal direkt raus. Wir brauchen Strom. Und hier sind die anderen direkt drin. Okay, also da ist das Kabel. Und ich habe mich nochmal vertan, denn wir haben ja das EU-Kabel hier dran. Hier sind also keine weiteren Aufsätze drin. Deswegen passt es soweit. Hier ist aber auf das Wichtigste Verlass. Und zwar ist das das Rundsteckerkabel. Jetzt machen wir Folgendes. Hier der ganze Basel muss erstmal vom Tisch wieder runter. Weg damit. Und wir gucken nochmal ganz kurz hier hinten drauf, was es da so Schönes zu sehen gibt. Wir haben hier den Z2 Mini G4. Den Z... Achso, hier. Achso. Nein, Quatsch. Das sind die Laptops, womit das Ding kompatibel ist. Hier ist auch übrigens mein Omen dabei, wie man jetzt hier an der Stelle unschwer erkennen kann, was mich schon mal sehr glücklich stimmt. Dann haben wir den Blade 15, den Blade 17 Pro und ihr könnt ja selbst lesen, hier sind die ganzen Laptops, die auf jeden Fall voll und ganz damit unterstützt werden. Hier USB-C Laptops unter 100 Watt, die direkt damit betrieben werden können und hier haben wir nochmal die ganzen, die etwas mehr Power brauchen. Also zu der Kategorie Omen mit 240 Watt zählt auf jeden Fall mein Lappy direkt mit dazu. Jetzt haben wir endlich mal wieder hier ein bisschen Schärfe mit drin. Okay, soweit so gut. Wir haben jetzt die Packaging-List einmal durchgeschaut. Jetzt wollen wir aber auch nicht lang schnacken. Jetzt holen wir mal die anderen Netzteile mit ran, damit ihr erstmal so sehen könnt, was so die Konkurrenz zu bieten hat in Größe und Form. So, da haben wir jetzt den Standard SlimQ Charger. Da haben wir mein HP Omen Netzteil. 330 Watt. Das ist schon ziemlich ordentlich und groß, wenn wir das jetzt mal so daneben legen. 240, 330, schon ziemlich krass. Wobei ich weiß, dass der HP Omen maximal im Moment 280 zieht mit der RTX 2080. Und hier haben wir das alte 150 Watt Razer Blade Netzteil von 2014-15. Da schauen wir mal ganz kurz drauf. 7,9 Ampere bei 19 Volt. Wir gucken auch hier nochmal drauf. Und da sehen wir dann schon einigen Unterschiede. Und da ist es, wie das Ganze denn, welche Power ausnutzt. DC 12, 20 Volt 12 Ampere, also einfach nochmal ein Vielfaches höher. Sehr, sehr geiles Netzteil. Jetzt bin ich gespannt, was das Ding auch so leisten kann.
So, wenn wir jetzt hier nochmal einen direkten Blick so übrigens drauf werfen, und zwar in aller Unschärfe, dann sieht man jetzt hier, wie das ganze Gerät so arbeiten möchte. Wir haben jetzt hier Typ C1, maximal 100 Watt, Typ C2, maximal 100 Watt, und hier steht dann noch, was passiert, wie viel dürfen wir denn gleichzeitig benutzen. Wenn wir DC benutzen bis 180 Watt, 130 bis 180 Watt, geben die trotzdem noch 60 Watt aus oder 30 Watt, das kommt immer ganz drauf an. Alles, was über 180 Watt DC Output ist, dann kommt über USB-C hier vorne also nichts mehr raus. Das ist schon mal ganz wichtig, was wir da schon mal dran lernen und wissen müssen. Dann haben wir jetzt ja hier den Adapter, der ist übrigens, ist das Plastik? Oder? Nee, das ist Aluminium. Tatsächlich, Aluminium geschützt. Deswegen ist auch hier mal alles ringsrum. Wir gucken mal ganz kurz, was wir jetzt hier so sehen. Maximal 24 Watt kann der hier drüber teilen. 6 Volt bis 24 Volt Input über DC. Und dann geben wir jetzt hier maximal 24 Watt Out über USB-A. Hört sich gut an. Und an der Stelle, oh, das liest sich einfach nur geil. 100 Watt können hier auch noch mal zusätzlich rauskommen. Das heißt, wenn ihr nicht genügend USB-C-Anschlüsse habt, ist hier der Extender auf jeden Fall schon mal voll und ganz mit dabei, sodass wir die Type-C 1.2 erweitern können auf noch mal anscheinend welche. Ja, da bin ich echt gespannt. Auch das Slimcube-Design ist wieder das übliche, wie man das so kennt. Ich zeige es euch kurz, warum. Man kennt ihn, aufgeräumt muss hier nicht sein, aber da ist das SlimQ-Zeichen, wenn ich hier meinen 100 Watt SlimQ Gun Charger auch schon benutze, dann natürlich richtig. Und jetzt kommt noch ein weiterer Charger dazu. Nochmal kleiner Spoiler am Rande: Das maximalste USB-C-Netzteil, welches ich hier besitze, zum Beispiel, ist das 130 Watt Netzteil von Dell. Das hier zum Beispiel, das hat 130 Watt von USB-C. Man glaubt es nicht, und das funktioniert wirklich. Also 130 Watt gehen so in den, ja, Dell XPS 15 rein. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber das Ding ist unnormal krass. Also wirklich ziemlich heftig. Damit werde ich jetzt mal versuchen, hier steht zwar 100 Watt drauf, dass es maximal geht, den Dell dann auch mal zu befeuern und mal gucken, ob nicht immer nur 60 Watt rauskommen, sondern einfach auch mal ein bisschen mehr. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf das Ergebnis. Damit es natürlich ultra spannend bleibt, habe ich auch das originale Dell-Netzteil mit 130 Watt nochmal hier, welches über Rundstecker reingeht. Jetzt würde man sich denken, warum gibt es denn sowas über USB-C und Rundstecker? Ganz einfach, weil man Rundstecker immer dazu bekommt zum Laptop, und USB-C muss man sich tatsächlich separat kaufen. Das ist eigentlich ein ganz großer Witz, aber es sind eigentlich dieselben Netzteile, nur mit den unterschiedlichen Anschlüssen. Finde ich immer ein bisschen witzig, aber es ist tatsächlich so gemacht. Na gut, wir machen jetzt Folgendes. Wir wollen den Dell erstmal aufladen. Der ist jetzt nämlich leer, das heißt, der braucht erstmal saftig Power, und den will ich jetzt erstmal den Stromverbrauch hochprügeln. So, wir machen jetzt folgenden Test. Wir nehmen jetzt mein Strommessgerät, das Rundsteckernetzteil, und wir geben ihm jetzt erstmal direkt ein bisschen Power. Das heißt, ich möchte mal sehen, was jetzt so direkt passiert. Wir sind jetzt dabei und laden, ja, noch nicht sonderlich schnell, ein bisschen mit 100 Watt. Es geht aber auf jeden Fall noch mehr. Da ist es soweit, 133 Watt gehen auf jeden Fall jetzt ins Gerät rein. Das heißt, er macht sich jetzt bereit, dass die Prozessorleistung auch richtig gut freigegeben wird. Mal sehen, ob wir das Ganze noch vorher schön mal auslesen können, bevor es jetzt endgültig zu spät ist und er vielleicht doch das Game startet. Wir sind jetzt bei 3 GHz und wir sehen, er schwankt immer noch so ein bisschen hin und her. Das heißt, wir müssen ihn also richtig befeuern, und er geht über Rundstecker locker auf über 100 Watt. Und das wollen wir natürlich auch in-game sehen. So, willkommen, jetzt hat es endlich funktioniert nach weiteren 10 Minuten. Ich habe es jetzt endlich geschafft, dass ein Spiel hier wieder drauf läuft. Die ganze Zeit mussten erstmal Updates drauf. Und was ich jetzt noch Schönes gemacht habe, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ich habe erstmal den passenden Adapter gesucht, und zwar zwischen all den verschiedenen Adapteraufsätzen, damit wir den SlimQ natürlich auch benutzen können. Ich habe jetzt erstmal ganz normal hier mein Standardnetzteil dran mit Rundstecker. Das sind jetzt, ja, maximal 133 Watt. Gucken wir mal drauf. Das hat er vorhin gezogen, maximal. Und ansonsten ist er jetzt immer so bei 127 Watt. Das ist jetzt in-game, ganz normal, wie man das hier sieht, ist eine GTX 1050 Ti drinnen. Das ist ja nicht sonderlich viel, aber für den XPS, der einen i9 Prozessor hat, ist das schon völlig ausreichend als Ultrabook, weil der halt mehr als auf Rechenleistung gehen soll. So, wir machen mal ganz kurz einen Break. Jetzt machen wir Folgendes, denn es geht ja um den SlimQ Charger. Wir ziehen den jetzt hier raus. Wir machen Folgendes und gehen jetzt hier rüber und ziehen natürlich auf der anderen Seite als Vergleich den SlimQ Charger hier erstmal mit dran. Den nehme ich mir jetzt hier, und wenn ich das Ganze jetzt hier richtig mache, dann müssten wir jetzt hier auch sehen, dass das Ganze genauso gut ballert.
So, wenn SlimQ Strom kriegt, ist hier erstmal rot alles zu sehen. Es leuchtet also. Wir machen jetzt also Folgendes. Wir setzen jetzt hier das Gerät erstmal zurück, damit wir auch den ultimativen Stromverbrauch haben. 225 Volt. Er verbraucht im Moment 2 Watt. Das ist also noch nichts. Wir wollen jetzt aber sehen, wie das Ganze vonstatten geht, indem ich jetzt das Ladekabel benutze oder beziehungsweise dieses Kabel jetzt hier. Und das schließe ich jetzt einfach mal direkt live an. Ich hatte mir jetzt hier vom Dell so einen Adapter rausgesucht. Den kriegt ihr jetzt nicht dazu. Ihr könnt die bei SlimQ natürlich bestellen. Ich hatte die natürlich alle schon vorher hier für verschiedenste andere Geräte. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert. Er wird blau und er geht in den Lademodus rein. Verbraucht im Moment 47 Watt. Das ist noch nicht sonderlich viel. Wir können ja auch jetzt hier keine Voltzahl auslesen. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt dementsprechend auch sich anpasst und das Ladeprotokoll hochhämmert. Im Moment bleibt er aber bei 47 Watt, was nicht sonderlich viel ist. Ich kann trotzdem aber noch live spielen, wie ihr jetzt hier seht. Das geht also ohne Probleme. Ist noch kein bisschen, was jetzt hier an Qualitätseinbußen ist. Wir gehen aber mal ganz kurz drauf auf Pause, gehen mal hier runter und schauen mal hier ganz kurz direkt rein. Bin ich mal wirklich sehr gespannt. Er wird auf jeden Fall geladen, erst bei 23%. Ob das jetzt natürlich nach oben geht, das werden wir jetzt ausprobieren müssen. Das ist ja jetzt hier schon wieder viel zu wild. Wir haben schon mal gesehen, von 23 auf 22% sind wir abgerutscht. Und irgendwie gehen wir hier nicht über die 47 Watt, maximal 48 Watt kommen jetzt hier raus. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Adapter nicht der ganz passende ist, so wie das sein soll. Dementsprechend werden wir natürlich nochmal einen zweiten Laptop nehmen. Und zwar ist das der HP Omen, der noch stromhungriger ist und der mit einem breiteren Anschluss daherkommt. Da brauche ich nämlich diesen hier. Da habe ich Gott sei Dank 3 Stück von. Und von diesem von Dell nehme ich nur einen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob das Ganze dann wirklich nach vorne geht oder auch nicht. Ich mache jetzt einfach mal den Dell aus, um mal zu sehen, ob es vielleicht daran liegt, dass der einfach das System jetzt nicht direkt erkennt. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir ziehen jetzt hier nochmal den Adapter raus, drücken den jetzt nochmal rein. Und ich möchte jetzt gerne wissen, ob er das Gerät an sich jetzt auch schon schneller aufladen würde oder auch nicht. Aber auch da passiert beim Dell XPS 15 jetzt leider schon mal nichts. Das ist schon mal ein bisschen blöd, weil ich gedacht habe, dass ich jetzt das Ding damit weiterhin betreiben könnte. Was ich natürlich jetzt auf jeden Fall machen kann, ist über USB-C gehen. Das machen wir jetzt auch nochmal ganz schnell. Ist ja wirklich ein Irrwitz. Ich mache den jetzt hier nochmal währenddessen an. Mal sehen, sobald ich den witzigerweise anschalte, habt ihr gesehen, dann fängt das Ladegerät erst an, Strom reinzupumpen. Ich kann aber jetzt den Akku im normalen Standby nicht aufladen. Ich weiß nicht, wieso es nicht geht, aber 58 Watt habt ihr eben gesehen. Beim Einschalten geht kurzzeitig klar und dann pumpt er auf jeden Fall nur 47 Watt rein. Das ist natürlich ein bisschen schwach und ich dachte, das funktioniert etwas anders. Aber gut, so haben wir auf jeden Fall den ersten Schwachpunkt aufgedeckt. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde das Ganze jetzt nochmal so starten und dann nehmen wir jetzt mein USB-C-Kabel. Das heißt, wir nehmen den jetzt hier ganz normal raus. So, ihr seht das Ganze ja hier. Wir machen Folgendes. Ich hoffe, das Ringlicht kippt nicht gleich wieder um. Wir gehen auf USB-C 1. Jetzt bin ich sehr gespannt, mit wie viel Power wir jetzt da reinballern können. Und da gehen jetzt 65 Watt rein. Also auch leider nicht die versprochenen, ja, 100 Watt. Das schafft, wie gesagt, nur das Original Dell-Netzteil und keiner weiß so richtig, woran das so direkt liegt. Da muss irgendein Protokoll von Dell direkt bestimmt worden sein. So, ich bin direkt wieder in-game. Ihr seht das Ganze. Wir sind jetzt dabei, maximal 65 Watt kommen aus dem SlimQ-Charger raus. Das ist gleichzusetzen mit jedem anderen Charger, den ich per USB-C angeschlossen habe. Da begrenzt irgendwie USB-C. Wir nehmen jetzt aber das USB-C-Netzteil, welches ich jetzt hier habe, von Original Dell. Und jetzt zeige ich euch, was passieren kann, wenn das Ganze gut läuft. Wir machen mal ganz kurz diesen hier, machen mal den Trick nochmal, machen nochmal direkt USB-C an. Vielleicht kommen wir ja dann über die 65 Watt. Nein, maximal 65 Watt auf USB-C 1. Wir gehen auf USB-C 2. Vielleicht kriegen wir ja da noch ein bisschen was hin. Aber auch da begrenzt er wieder auf 64 Watt. Wir machen das auch nochmal ohne den Leistungsprüfer. Der kann zwar bis 100 Watt ab, aber man weiß ja nie, woran es im Endeffekt dann liegen könnte. Wir schnellen wieder hoch auf 63 Watt. Wird jedes Mal 1 Watt weniger und dann kommen wir auf 65 Watt glatt. Okay, soweit so gut. Wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt den SlimQ Charger komplett zur Seite, weil ich zeigen möchte, dass das natürlich auch anders geht. So. Wir machen jetzt kurz diesen hier, so, und wir machen auch kurz diesen jetzt hier. Wir machen wieder die Zurücksetzung, klappt also auch. Wir gehen jetzt per USB-C ran und jetzt erschreckt man sich wahrscheinlich, weil das dauert einen ganz kleinen Moment. Achso, ja, wenn kein Strom kommt, kommt kein Strom. So,
Und jetzt müssten wir über 120 Watt locker kommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung von habt. Ich werde jetzt hier in der Zeit nochmal eine Runde ballern. Ihr könnt ja den Stromverbrauch sehen. USB-C kann also auch 130 Watt ausgeben. Witzigerweise nicht beim SlimQ-Ladegerät und bei anderen Ladegeräten. Da muss ich Dell irgendwas vorbehalten haben. So, erstmal abseits der Route ein bisschen Schaden machen jetzt hier, aber Hauptsache hat was zu rechnen und ihr seht es, maximal 130 Watt ist auf jeden Fall der Verbrauch. Gut, daran sehen wir, wir kommen mit dem SlimQ-Ladegerät hier nicht weiter. Wir müssen jetzt den HP Omen ein bisschen quälen und ich hoffe, dass das SlimQ-Ladegerät mitmacht. So, ich habe den HP Omen jetzt hingestellt. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier, ganz normal, ich habe jetzt den dicken Adapter genommen, der jetzt hier auch reinpasst, den originalen sozusagen genommen. Gehe jetzt hier per Rundstecker drauf. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Wir machen mal Folgendes. Wir drücken den rein. Der müsste jetzt eigentlich gleich blau werden. Aber macht er wirklich nicht. Er lädt also, das ist ja witzig, ich weiß nicht, woran es liegt, wenn die Laptops ausgeschaltet sind, lädt er die Akkus davon nicht. Wir schalten ein, ihr achtet darauf. Jetzt müsste der gleich blau werden. Ich weiß nicht, wie er das ermittelt. Hat er ja beim Dell eben auch schon geschafft. Nein? Macht er gar nicht. Das ist ja noch kurioser. Das verstehe ich jetzt auch wiederum nicht, warum das Ding sich weigert, die Laptops zu laden, obwohl es doch dafür entwickelt ist. Jetzt, oder? Wurde kurz einmal blau und dann war es das auch schon wieder. Gut, jetzt könnte man sagen, es ist vielleicht auch noch der falsche Adapter. Das werden wir natürlich ausprobieren, mache ich jetzt direkt. Tja, schlechte Nachricht, funktioniert wieder nicht. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich habe festgestellt, die mit den gelben Anschlüssen sind irgendwie ein bisschen zu fett. Die passen hier gar nicht rein. Deswegen habe ich mich jetzt für die originalen Anschlüsse hier entschieden. Und jedes Mal, wenn ich diesen hier mache, sei es jetzt mal gut oder schlecht für den Lappy, funktioniert da nichts. Das heißt, ihr seht kurz, er blinkt auf. Er wird kurz blau und er lädt aber nicht. Er macht es einfach nicht. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen erbost, weil ich dachte, das löst jetzt hier das große Ladeding-Problem, dass man nicht jedes Mal dieses fette Netzteil mitschleppen muss. Nein, auch dieser geht nicht. Wir machen weiter. Letzter Versuch jetzt hier. Ich glaube, mehr Adapter habe ich nicht. Reicht eigentlich auch. Geht auch nicht. Was soll denn das? Bin ich jetzt wirklich ein bisschen perplex, muss ich sagen. So, wir wollen ja möglichst transparent bleiben. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade getan habe. Es hat kurz funktioniert und dann wieder nicht. Dann hat er mir hier unten angezeigt, irgendwas, ich konnte es gar nicht so schnell lesen, niedrige Energiequelle oder sowas, obwohl der Akku ja noch voll ist. Und er ist trotzdem nicht imstande. Da sieht man es, er geht kurz auf beste Leistung und dann war es das wieder. Also achtet mal kurz jetzt hier auf den Prozentzeichen, auf beste Leistung. Sobald er Strom bekommt, geht er rüber. Zack, beste Leistung, geht er wieder aus. Tja, ich bin wirklich ein bisschen erbost, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, warum es nicht funktioniert. Ich habe manchmal den Eindruck, je älter die Laptops, desto besser ist die neue Technik damit kompatibel. Wir schauen mal ganz kurz. Ich habe jetzt mal alle möglichen Adapter ausprobiert und bei dem letzten Laptop, den ich mit Rundstecker habe, hier angeschlossen. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal bei einem 90 Watt Acer Monster mit einer GTX 940 MX mit einem Adapter drauf, weil ohne Adapter ist der Anschluss irgendwie zu kurz, auch wenn es keinen Unterschied macht. Ich mache jetzt mal ganz kurz diesen Anschluss hier drauf. Wir achten mal drauf. Witzigerweise im Standby-Modus wird das Gerät auch mit 30 Watt geladen. Und jetzt kommt der Oberkracher. Wir schalten das Gerät mal an und ballern mal voll durch. Und dann werdet ihr sehen, was der Charger dann so alles bewerkstelligen kann. So, wir machen jetzt mal den Start mit Assassin's Creed. Und zwar die Ägypten Discovery Tour. Und ihr achtet mal schön hier unten drauf, was passiert, wenn das Spiel nämlich startet. Wir hatten ja einen Lademodus von 30 Watt. 65 Watt war auch die erste Hürde, wo ich dachte, da kommt er niemals drüber. Aber wir warten mal ganz kurz ab, bis wir direkt in-game sind. So, das Spiel startet und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir jetzt hier schon 77 Watt. Da ich aber gerade nochmal nachgeschaut habe, hat das originale Netzteil selbstverständlich 90 Watt. Das heißt, auch dahin müssen wir uns bewegen. Ich habe ihn jetzt auf Höchstleistung gestellt, dass die Grafikkarte auch richtig was zu tun hat. So, das Spiel lädt direkt rein. Wir sind in-game und wir können mal sehen, was er jetzt noch so leisten kann auf seine alten Tage. 86 Watt werden jetzt hier reingepumpt, der Akku wird gleichzeitig geladen und selbstverständlich wird natürlich auch das Spiel voll und ganz dargestellt. Das finde ich schon mal richtig gut und wir sehen auch, es liegt also wirklich irgendwie nicht nur am Ladegerät, sondern auch an den Laptops bzw. der Ladeelektronik und ich bin mir nicht so ganz sicher, worauf es jetzt hinausläuft, denn ihr seht ja hier, dass dieses Netzteil wirklich was leisten kann, wenn es denn möchte. Wir gehen mal kurz drauf, maximale Wattverbräuche waren 89 Watt, der Laptop braucht maximal 90, daran sehen wir, das Netzteil kommuniziert auch gut über die Adapter, aber nicht mit jedem Laptop.
Wie gesagt, komisch, ich weiß es auch nicht, was da los ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das sein sollte. Ich habe gelesen, dass mein HP Omen ein Smart-Netzteil hat und dementsprechend wahrscheinlich, sobald die Voltzahl oder Wattzahl abgeflacht ist oder Amperezahl wahrscheinlich, dann nicht voll und ganz das zieht, was er benötigt. So, hier habe ich nochmal das Original Acer Nitro-Netzteil geholt, welches jetzt zu dem Acer hier natürlich dazu war. Und wir sehen auf den ersten Blick direkt 4,74 Ampere und 19 Volt sind maximal 90 Watt. Und dieses Netzteil von SlimQ ist ja von 19 Volt bis 19,5 oder 20 Volt nutzbar für jeden Laptop. Das passt sich also automatisch an die Spannung an. Also muss ja über den Rundstecker, der eigentlich dumm ist, ein bisschen Intelligenz da hin und her geschickt werden, sodass es jetzt auch funktioniert. Und wir sehen ja, das Ganze läuft stabil, 225 Volt, 0,37 Ampere und wir sind jetzt hier bei 77 Watt. Ja, tolle Sache. Und jetzt gucken wir uns an der Stelle nochmal den Rest vom SlimQ-Ladegerät an. Wenn das schon nicht so richtig funktioniert, kann er denn wenigstens die Maximalleistung von 200 Watt über USB-C rausballern. So, jetzt bin ich gespannt, ob das ehrenhafte SlimQ-Ladegerät dementsprechend auch das raushauen kann, was es so verspricht mit seinen 240 Watt. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir hier uns bei 200 Watt USB-C-Leistung hier treffen würden. Das Ganze wollen wir natürlich jetzt auch direkt überprüfen. Dazu nehme ich jetzt hier erstmal ein USB-C-Messgerät und werde den jetzt hier erstmal an ein 100 Watt, an eine 100 Watt Powerbank anschließen, damit wir auch möglichst viel über die Anschlüsse herausbekommen. So, wir machen mal ganz kurz hier in den 100 Watt von der Charge ASAP Input hinein. Wir haben alles im Blick. Funktioniert nicht, sehr gut. So muss das natürlich immer gleich wieder sein. Kann aber auch sein, dass es jetzt wieder mal... Halt, nee, nicht zu schnell, Freund. Da geht es doch schon los. Dass die Charge ASAP manchmal ein bisschen Probleme macht. Ihr seht hier links die Wattzahl, die rausgedrückt wird. Und ihr seht jetzt hier auch nochmal die Amperezahl. 100 Watt sollten kein Problem sein. Von 0 auf 100% werden wir die jetzt erstmal aufladen. Der Hund schnarcht wieder ohne Ende im Hintergrund. Der muss sich wieder mit einmischen. Wir sind bei 90 Watt. Das ist so Standard. Die SlimQ, nicht SlimQ Ladegerät, die Charge ASAP Powerbank, ja, macht manchmal bei 90 Watt einfach dicht. Da sieht man es. 91 Watt gehen rein. Reicht aber vollkommen aus bei 18,9 Volt und 4,8 Ampere. So, jetzt haben wir noch hier die Sendor SuperTank Pro. Das gute Gerät, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, wie viel da reingeht. Das Schöne ist, die hat ja ein eingebautes Display. Ich hatte die jetzt eben gerade noch mal ein bisschen entladen auf 47%. Und wir gehen direkt hier und ballern mal rein. Wir gucken mal, was passiert. Und links habt ihr wieder im Blick, geht hoch. Und ich muss jetzt schon sagen, das entschädigt auf jeden Fall schon einiges. Aber wir haben nur 56 Watt Input. Insgesamt 160 Watt Output, da muss doch noch ein bisschen mehr gehen. Also ich hoffe doch eigentlich mal, in and out, vielleicht nehmen wir hier den zweiten. Das ist manchmal so bei der Sendor SuperTank Pro, dass immer der zweite Input mehr Watt verträgt als der erste. War schon ein paar Mal so bei anderen Ladegeräten und tatsächlich, da schnellt er auch schon hoch. Und jetzt muss ich sagen, hin oder her, dass dieses Ladegerät mit den Laptops nicht so funktioniert, wie es angepriesen wurde, aber zeig mir einen Charger, der so kompakt ist und 200 Watt rausballert auf zwei USB-C-Geräte. Das gefällt mir schon wieder sehr, sehr gut. Und das ist wirklich richtig, richtig klasse. Man sieht jetzt hier, wir sind jetzt hier mit einem Input von 95 Watt dabei bei der Sendor SuperTank Pro. Wir sind mit 93, es hat sich sogar minimal erhöht, mit 92, 93 Watt bei der Charge ASAP dabei. Das ist auch ziemlich gut. Und maximaler Verbrauch von 200 Watt. Da bin ich natürlich gespannt, wenn der da so reinpeitscht. Ja, wie warm wird das Gerät dann eigentlich dabei? Aber wir haben natürlich noch was Wildes vergessen. Und zwar haben wir ja noch den Extender. Und den Extender wollen wir selbstverständlich auch nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird, denn ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt einfach mal... Wir probieren es, um zu sehen, was passiert. Drücken hier rein. Ist hier irgendwo eine LED drin? Nein. Juckt ihn gar nicht, er ist kurz hochgeschnellt auf 208 Watt. Das heißt, auch hier werden wir jetzt nochmal versuchen, per USB-C Geräte anzuschließen. So, jetzt wird es spannend. Ich habe jetzt hier noch eine RAV Power Powerbank rausgeholt. Die kann normalerweise, die ist jetzt auch richtig leer, 12 Volt vertragen. Bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert, dass der Extender das hier rausbringen kann. Wir behalten hier alles im Überblick. Unfassbar.
Das geht tatsächlich. Der Extender bekommt Strom. Über Rundstecker geht hier also rein und ballert mir dann hier 18 Watt nochmal raus. Aber man sieht, er macht die 12 Volt. Die 18 Watt kommen hier in die Powerbank rein. Die RAV Powerbank wird also damit aufgeladen. Aber insgesamt rutscht er etwas ab. Das heißt, er hat jetzt irgendwo beschränkt. Und zwar müsste das jetzt hier drüben sein. Genau. Jetzt ballert er hier nicht mehr mit 100 Watt rein, sondern nur noch mit 60 Watt. Aber hier drüben, die Charge ASAP, kein Problem. Weiterhin bei 93 Watt. Die hat er nicht angerührt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Das graue Kabel, Charge ASAP, geht in welchen Eingang rein? Steht, ja, kann ich gar nicht mehr lesen, weil die Kabel einfach zu dick sind. Aber ihr seht, 60 Watt in die Sendor Super Tank Pro. 93 Watt hier rein, 18 Watt da rein. Wir sind zwar immer noch bei 186 Watt, also es fehlt noch ein bisschen. Das heißt, wir können noch locker hier Strom entnehmen. Das machen wir jetzt auch ganz schnell und einfach. So, nächstes. Powerbank kommt hier ran. Wir machen dieses Mal, ich mache mal über Kreuz, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir machen einfach mal hier zack auf USB-C. Wir achten hier drauf. Unfassbar. Oh, ihr seht es gar nicht. Perfekt. So, wir sind hochgeschnellt von 180 Watt auf 208 Watt. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil die, Quatsch, welche ist das? Die Charmest, die hat hier nämlich auch 18 Watt, 8,6 Volt, 2,21 Ampere. Richtig heftig. Nimmt sie sich also gut und gerne. Wir gucken kurz. Sendo Super Tank Pro weiterhin bei 60 Watt. Charge ASAP weiterhin bei 93 Watt. Kann man also auch nicht meckern. Auch hier die RAV Power. Oh, eben gerade war sie bei 12. Was war jetzt los? Das habe ich hier aus Versehen angeruckelt. Wir lassen die mal hier so liegen. Die ist weiterhin auf jeden Fall bei ihren 18 Watt. Das sieht man. Das geht klar. Ja, und da ist sie wieder. 12 Volt 1,5 sind 210 Watt. Hier 18 Watt gehen auch noch rein. Wir haben aber immer noch zwei Anschlüsse. Und das wollen wir natürlich auch voll und ganz ausreizen. Die 240 Watt müssen fallen. So, ich bin sehr gespannt. Wir haben die nächste Powerbank. Auch hier USB-C Input. Allerdings kann ich jetzt, ich habe einfach nichts mehr zum Auslesen. Das heißt, wir müssen jetzt hier Folgendes machen. Wir müssen jetzt hier USB-C draufbringen und darauf vertrauen und sehen, was hier aus den 206 Watt wird. Jetzt bin ich echt sehr gespannt. Ja, da macht er auch gar nichts mehr. Er geht einfach nach oben, straight. Zack, von 206 auf 217 auf 224 Watt, weil selbstverständlich auch diese Powerbank hier grün wird. Das heißt, auch hier mit maximal 18 Watt wird hier geladen. Das ist der absolute Hammer. Und wir haben immer noch einen USB-A-Ausgang. Und da werden wir jetzt auch noch was dran knallen. So, die letzte 18 Watt Powerbank, die ich jetzt hier gerade noch dran kriegen könnte, ist auch noch eine Takyka, wie diese beiden jetzt hier. Wir machen Folgendes, wir gehen jetzt von USB-A, aber ich brauche natürlich selbstverständlich noch ein Messgerät dran. Die müsste locker auch ihre 9 Volt und 2 Ampere schaffen. So, wir machen mal hier diesen. Jetzt starten die beiden allerdings neu. Mal sehen, ob sie das vertragen, ob hier beide Male 18 Watt rauskommen oder ob er das nicht kann und nur auf 5 Volt das Ganze veranstalten will. Im Moment sieht es noch ein bisschen so aus. Wir haben hier hinten weiterhin die 9 Volt und 2,2 Ampere. Das wird also sehr gut. Wir haben hier drüben weiterhin die 93 Watt. Das heißt, wir machen mal ganz kurz diesen hier. So. 93 Watt. Wir gucken kurz, was kann die hier? Die ist weiterhin bei 61 Watt. 5 Volt und 1,5. 5 Volt und 1 Ampere. Okay, also wir werden jetzt gebremst. 220 Watt maximal. Was hatten wir insgesamt? Maximal 224 Watt statt den 240 Watt. Aber es ist alles angeschlossen, was jetzt geht. Das heißt, zweimal USB-A. Das ist wirklich der Kracher. Das heißt, das sind diese beiden Dinger hier, diese hier. Und welche hatte ich denn jetzt noch? Achso, die hier unten, genau. Die und die USB-C sind diese beiden nochmal zusätzlich. Über USB-C kommen diese beiden dann noch oben drauf. Und jetzt könnt ihr selbst zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Powerbanks. Oder schnell und einfach gesagt: zwei große Laptops mit 100 Watt Verbrauch. Und ich lade einfach noch vier weitere Powerbanks zusätzlich auf. Es ist einfach gar kein Problem für das Gerät. Wird ein bisschen warm. Der ist jetzt hier seit 10 Minuten am Laufen. Wir lassen den selbstverständlich laufen, bis die Powerbanks dann auch voll sind. Und dann machen wir hier mal eine Temperaturmessung. Die anfängliche Temperaturmessung machen wir natürlich jetzt schon mal, damit wir jetzt schon mal einen Überblick haben, wie das jetzt nach knapp 10 Minuten aussieht. Das heißt, hier drüben 40 Grad, hier vorne hin. Ja, okay.
Hier haben wir 39, das heißt, es steigt noch ein bisschen, aber das darf es auch. Wir haben 240 Watt maximal und 224 Watt, die er hier rausballern kann. Wir gucken kurz, wir sind jetzt bei 216. Das ist schon eine ziemlich ordentliche Hausnummer, finde ich persönlich. Ich lege den einfach so, dann kann er auf jeden Fall besser belüften. So, hier haben wir die ersten 45 Grad, 50 Grad unten drunter. Das heißt, wir lassen ihn jetzt erstmal so und lassen ihn einfach erstmal laden. Ich habe natürlich noch eine Schnapsidee gerade. Und zwar, wir sehen ja jetzt, wir sind bei maximal 220 Watt oder 221 Watt Dauerleistung. Und mir ist gerade eingefallen, ich könnte ja den Laptop auch nochmal anschließen. Das machen wir jetzt selbstverständlich. Wir werden jetzt hier dieses Gerät abziehen, den Extender sozusagen. Der Extender sagt, okay, alles klar, ist gar kein Problem. Wir rutschen kurzzeitig mal ab, gehen wieder hoch auf 200 Watt. Wo kommen die her? Weil jetzt hier 93 Watt reinbatzen und hier an der Stelle 94 Watt. Ja, das kann man erkennen. 95 Watt, sehr gut. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt 202 Watt. Ich werde jetzt hier einfach nochmal schnell und herzergreifend in den Laptop reingehen. Das heißt, auch hier ist der Adapter nochmal dran. Hat kurz gepiept. Leuchtet rot. Leuchtet rot heißt, ja, okay, ich kriege Strom. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Und tatsächlich, so ist es. Wir sind bei 200 Watt. Aber das heißt ja noch nichts, denn wir wollen ja die maximale Power rausziehen und die kriegen wir nur, wenn wir hier die Grafikkarte ein bisschen fordern. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir hier über 205 Watt hüpfen. Wir haben jetzt einen Stromverbrauch von, wie viel sind das, 84? Ich glaube 84 sind das jetzt hier. Kann man ganz schwer erkennen. So. Ja, man hat 84 Watt haben wir jetzt hier. Wir sind bei 40%, die lädt also wirklich sehr schnell. Wir gehen weiter und wir haben jetzt hier ein Input von 26. Okay, warum ist das so? Ganz einfach, weil der Laptop jetzt richtig Strom zieht. Und zwar um die 80 bis 90 Watt, habt ihr ja vorhin schon gesehen. Dementsprechend kann ich jetzt hier alles machen, was ich will. Kann also mit dem Lappy hier eine Runde zocken. Ich baller trotzdem noch hier auf dem Eingang hier mit maximal 84 Watt rein. Und ich baller trotzdem immer noch hier drüben mit 27 Watt rein, man sieht es. Ich kann mal kurz rausziehen, jetzt passiert nichts mehr. Strom sackt ab, gucke, kurz auf 80, jetzt auf 179, weil wir jetzt hier drüben wieder höher gegangen sind. Der ist jetzt hier bei 93 wieder. 93 Watt gehen also wieder ohne Probleme rein, in Ordnung. Und weil wir jetzt natürlich nochmal den Maximumwert sehen möchten, auch hier wieder drüben drauf achten, rutscht bestimmt gleich kurz mal ab. Was haben wir jetzt hier? 16, 26,5. Genau, das ist das Einzige, was jetzt hier noch geht. Das heißt, wir haben jetzt hier die 26,5 Watt bei 67% und sind insgesamt wieder bei 202 Watt. Und damit lässt es sich auf jeden Fall leben. Das Ganze können wir jetzt in Echtzeit rausziehen. Zack. Bildschirm dunkelt sich ein bisschen ab, die Wattzahl geht kurz runter, steigert sich wieder auf 200 Watt rüber. Das heißt, wir ziehen jetzt wieder voll durch, wir haben jetzt wieder die 93 Watt hier und wir haben da die unleserlichen 95 Watt. Komm schon, zeig's mir. Da sind sie, 95 Watt. Insgesamt wieder 203 Watt. Und wenn ich jetzt den Extender ja wieder anschließe, der verteilt den Strom wieder so, wie er das soll. Und zwar auf all die Sachen, die hier unordentlich gelagert liegen müssen. Kurz mal auf 238 Watt hochgeschossen. Das ist ja echt nicht schlecht. Das heißt, er hat es kurz mal ausgereizt. Hier, 238 Watt maximal bei 20 Minuten und 3 Sekunden. Und wir sind bei 20 und 18, 19, 20 Sekunden. Sehr gut. Ampere und Watt. 221 Watt. Durchgehende Leistung und da lassen wir ihn jetzt auch, bis die Dinger voll sind. Ihr seht es ja jetzt an den Minuten und da machen wir nochmal einen Hitzetest. Ich muss mich nochmal ganz schnell freuen und euch dran teilhaben lassen. Und zwar ist der Charger extrem intelligent. Mir ist das gerade wieder aufgefallen. Ich habe Folgendes gemacht. Und zwar seht ihr hier, das Display ist aus. Und ich habe gerade mal hier bloß den Stecker eben rausgezogen, wieder reingesteckt. Und er macht das ja so. Wenn beide USB-A-Anschlüsse mit Power versorgt werden müssen, kommt 5 Volt raus. Wenn einer nur versorgt werden will, 9 Volt oder hier 9 Volt oder 12 Volt. Mache ich jetzt aber Folgendes. Und zwar, ich stecke den wieder rein. Jetzt geht er logischerweise kurzzeitig wieder runter. Und wird beide mit 5 Volt bekräftigen. Das finde ich jetzt gar nicht weiter so schlimm, weil er ja trotzdem die maximale Leistung rausballert. Aber ich will euch gleich nochmal direkt zeigen, wieso das Gerät eigentlich intelligent ist.
Wir sehen jetzt hier schon, okay, er drückt hoch. 1,7 Ampere, 1, ja gut, okay, 1 Ampere. Wir sind trotzdem bei 220 Watt. Schade, wenn er hier noch beide Male 9 Volt rausquetschen würde, dann hätten wir locker die 240 Watt gebatzt. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht macht. Vielleicht ist das einfach nur hitzetechnisch ein Problem. Wir machen jetzt aber Folgendes. Und zwar, damit ihr das eben nochmal nachvollziehen könnt, wie ich eben auf dieses eine Display ausgekommen bin. Wenn ich das eine Kabel jetzt hier rausziehe, er checkt, okay, beide auf 5 Volt, das seht ihr ja soweit. Er checkt gleich nochmal und dann wird er das so checken, dass er den hier auf 9 Volt hochpeitscht und den anderen einfach abschaltet, den Port. Da kommt dann gar kein Strom mehr raus. Tatsächlich, so funktioniert das. Der ist jetzt abgeschaltet, das heißt, es geht immer nur ein Port mit 9 Volt oder beide Ports mit 5 Volt. Und wenn er sagt, okay, hier ist zwar was dran, aber es zieht nicht viel Strom, dann schaltet er den einfach ab und ballert einfach hier die 18 Watt in das eine Ding rein. Und das ist geil. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade die Leistung verloren und ich weiß gerade gar nicht, wieso ich jetzt auf 150 Watt abgerutscht bin. Wieso ist denn das so? Achso, jetzt hat er den hier kurzzeitig ausgeschaltet. Und wir schalten ihn wieder an. Der Hund ist heute der Wahnsinn. Hört ihn euch an. Ja, da sind wir wieder dabei. Jetzt geht es wieder langsam nach oben. Aber auch nur 26,5 Watt. Wahrscheinlich Hitzeprobleme. Das würde ich mal sagen. Wir sind jetzt bei 29 Minuten. Und ich will euch mal zeigen, der ist wirklich, ja, ist ganz schön warm, ja? Also er hat locker die 50 Grad erreicht, wie man schon so sieht. Und 53, das ist schon gut. Aber er ballert trotzdem. Er hat jetzt gerade das erste Mal ein bisschen Leistung rausgenommen. Ich kann auch mich täuschen, dass es jetzt gleich wieder vielleicht nach oben hochgeht, wenn ich den jetzt hier reinstecke. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Aber witzig ist es, dass er so intelligent ist und die Ports reguliert zwischen 5 und 9 Volt. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt. Aber er lässt den abgeschaltet. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich viel zu wild. So, jetzt müsste er ja beide wieder dabei haben. Oder er lässt ihn einfach komplett deaktiviert. Ja, jetzt ist er wieder da. Also wirklich Management. Guck hier, ich ziehe die USB-A raus, er geht auf 200 Watt wieder hoch. Also ein so intelligentes Ladegerät, muss ich sagen, hatte ich eigentlich so noch nie. Irgendwie waren die anderen meist immer ein bisschen dümmer. Der kann das auf jeden Fall gut verarbeiten. Es sind jetzt 50 Minuten vergangen. Wir sind abgeswitcht auf 190 Watt. Warum? Ich musste mal die Sendo Supertank Pro austauschen und die Charge ASAP. Ich habe die jetzt ausgetauscht gegen die 210 Watt Powerbank von Simi. Und die lädt jetzt mit 65 Watt nur, weil sie schon bei 70% ist. Jetzt die Hyperjuice ist noch mit dran. Die zieht sich gut und gerne hier nochmal ihre 100 Watt. Jetzt sind wir bei 192 Watt kurzzeitig mal gewesen. Die beiden laufen immer noch auf 5 Volt. Wir machen jetzt den letzten Temperaturtest. Hier sehen wir schon mal, für kurzzeitig war es mal so, dass mal 60 Grad zu sehen waren. Wo war es denn eben gerade? Hier ist es nicht ganz so spitzenmäßig, aber 50 Grad ist doch schon ziemlich heiß. Also wir sehen um die 53, 54 Grad ist das Ganze warm, aber keine großen Probleme, ich kann ihn anfassen. Es ist kein großes Problem. Ich kann auch meine Hand drauf lassen, ohne dass es jetzt schon wehtut, weil das Ganze hier wirklich sehr gut, ich sag mal, belüftet wird. Ich habe es ja auch extra hochkant hingestellt. Bei einer Dauerbelastung von 190 Watt, beziehungsweise es waren ja vorher mehr, 220 mindestens und 238 Watt in der Spitze. Da kann man aber nun wirklich nichts mehr sagen. Hier weiterhin auf 9 Volt Basis noch unterwegs. Wie gesagt, die beiden laufen ja sowieso nur auf 5 Volt. Da kann man auch nichts weiter hinbiegen. Und ich bin echt sehr zufrieden, was die Dinger hier so, ja, oder was das Ladegerät hier so leistet. Es hat jetzt übrigens 150 Watt maximal rausgezogen aus der Steckdose. Dementsprechend bin ich jetzt hier also auch durch. Wir pendeln uns bei 190, 193 Watt ein. Keine Hitzeabstürze, keine Probleme. Supertank Pro ist so gut wie voll. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Wir sind jetzt hier im Moment bei 93% und die Charge ASAP, wo habe ich sie hingelegt? Die ist wirklich ziemlich warm geworden. Hat 84%. Ich dachte, da kann ich noch ein bisschen was retten, aber nein. Dementsprechend bin ich jetzt hier erstmal durch. Das war der SlimQ Supercharger mit 240 Watt. Leider nicht ganz problemlos bei den Laptops, aber ich sag mal so, fürs ultimative Aufladen und Chaos hinterlassen von Powerbanks, Tablets, Smartphones und USB-C-Laptops
Kein Problem. Ihr könnt zwei vollwertige USB-C-Laptops anschließen, die 100 Watt ziehen, wenn sie es denn können. Also zum Beispiel jetzt hier auch ein MacBook. Kein Problem. Zwei Stück davon habt ihr die 200 Watt sicher und ihr habt auf jeden Fall ein viel kleineres Netzteil, wo 240 Watt rauskommen, als das andere Standardnetzteil, was noch lange nicht so viel bringt. So, jetzt aber wirklich Schluss. Das Ding, ich werde euch mal die Seite von SlimQ verlinken. Das Kickstarter-Projekt oder Indiegogo-Kampagne ist ja eh abgelaufen. Vielleicht verlinke ich euch das auch nochmal, aber wie gesagt, die gibt es da eh nicht mehr zu backen. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal durch. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen. Und schreibt mir gerne mal Kommentare, was ihr von so ultrakompakten, leistungsstarken Chargern haltet.